Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, in der letzten Folge waren wir dabei, hier diese Etage abzugrasen. War das die? Ich glaube ja. Genau, doch, das war hier, so die Technik-Area. Um einfach mal zu gucken, was es hier so Schönes gibt. Und weil wir müssen einfach mal das Schiff erkunden und dann geht's auch los. Hier voll in die Schlacht. Wir werden auf jeden Fall mal wieder eine Mission starten, denn hier ist jetzt noch nicht so viel los. Wir müssen auf jeden Fall weiterhin Verbündete suchen. Vielleicht treffen wir auch alte Bekannte wieder aus den vorherigen Mass Effect Teilen. Das ist ja immer noch so meine Hoffnung. So, hier ist eigentlich so gar nichts. Doch, hier ist jemand. Hier, Adams. Commander, willkommen zurück auf der Normandy. Oder sollten Sie das lieber zu mir sagen? Techniker Adams, was machen Sie denn hier? Man hat mir wegen meiner Erfahrung auf der Normandy SR-1 die Nachrüstung des Antriebskerns übertragen. Und was halten Sie von der SR-2? Sie ist unglaublich. Eines muss man Cerberus wirklich neidlos lassen. Sie wissen, wie man Schiffe baut. Und wo wir schon von Cerberus reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Warum? Als Sie dieses Schiff bekam, hat mich Dr. Chakwas gefragt, ob ich Ihnen gegen die Kollektoren helfen würde. Ich habe mich geweigert. Und das tut mir jetzt wirklich leid. Warum sind Sie nicht mit? Ich habe gesehen, was passiert ist, als die Normandy unterging. Ich war nicht sicher, ob sie sind. Und Cerberus habe ich auch nicht getraut. Und als Allianzoffizier verlasse ich auch nicht einfach meinen Posten. Entschuldigung, unnötig. Die Allianz kommt zuerst. So sollte es auch sein. Danke, Commander. Bin froh, an Bord zu sein. Ist Ihre Familie okay? Meine Eltern dienen auf der Viridian Zenith, einem Landwirtschaftsschiff. Meine Schwester ist Navigatorin auf der SSV Benjamin Davis. Beide Schiffe stehen zum Glück sicher unter Hacketts Kommando. Was ist hier mit Normandy? Hält die neue Normandy mit der alten SR-1 mit? Mit alten? Sie bläst das alte Schiff weg. Der Tantalus-Antriebskern wurde vollständig überholt. Die SR-2 ist doppelt so groß, aber der neue Antriebskern hat die dreifache Größe. Ganz neues Fluggefühl. Nur mit der Sicherheit war Cerberus nachlässig. Wenn man den Kern zu sehr überlastet, belüftet er den Maschinenraum. Naja, spornt mein Team wenigstens an, sie während des Gefechts im Gleichgewicht zu halten. Wer schlecht arbeitet, explodiert. So ungefähr. Sie haben die kinetischen Barrieren mit zyklonischer Technologie aktualisiert. Das ist gut, wenn wir beschossen werden. Also hoffentlich weniger explodierte Techniker? Das IES-Tarnsystem wurde deutlich verbessert und kompensiert mehr Blauverschiebung unserer Emissionen. Und das heißt? Wir können die ÜLG verlassen, ohne jeden Sensor in Reichweite auszulösen. Sehr praktisch für geheime Aufklärung. Die Normandy ist alles in allem ein technisches Wunder. Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Also wenn wir so ein bisschen rumsneaken wollen, dann ist die Normandy perfekt. Und wenn wir aber Gefecht sind, dann sollten wir auf jeden Fall auf unseren Arsch aufpassen. Was halten Sie von Edi? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Hat Edi sich nicht als VI ausgegeben, damit niemand den Stecker zieht? Doch, aber ich habe sie durchschaut. Die Rechenleistung ihrer Hardware ist viel zu groß. Und ständig haben sich Probleme wie von selbst gelöst. Hätte ich sie nicht durchschaut, hätte ich an mir selbst gezweifelt. Sie haben sich nie skeptisch geäußert, Lieutenant Adams. Ich wollte es mir mit der Cerberus-KI nicht verderben, Edi. Nichts für Unmut. Schon okay. Solange Sie Ihre Finger nicht in meine Prozessoren stecken. Ich habe anfangs versucht, sie unauffällig von zentralen Prozessen zu trennen. Leichter gesagt als getan. Aber Joker schien ihr zu trauen. Und ich lernte sie mit der Zeit auch zu schätzen. Tja, das war's. Alles klar. Weitermachen, Adams. Tschüss, ne? Jawohl, Sir. Gut, an dieser Stelle muss ich nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen. Also, bis gleich. So, und weiter geht's. Ja, ich muss nochmal kurz irgendwie die PC-Lautstärke hochdrehen. Normalerweise kann ich das mit der Tasse an der Tastatur machen, aber irgendwie hat die so ihre Problemchen in letzter Zeit. Keine Ahnung warum. Sobald ich die einmal drücke, haut die Lautstärke voll nach oben oder halt voll auf leise. Naja.
Scheint irgendwie ein vager Kontakt zu sein. Ich glaube, wir haben die Etage schon wieder durch. Mensch, Technik Area ging ja doch relativ flott. Dann können wir jetzt so zur Shuttlebucht, wo sich dann der Rest so von unserer Crew aufhält. Dann kann ich mich ja mal unauffällig etwas bequemer hinsetzen. So. Das Kabel vielleicht noch von der Maus entfernt, von meinem Headset. So, jetzt können wir. So, was habt ihr wegen hier zu schaffen? Ah, ist nichts los, nichts zu sagen. Wie das halt so ist, nur rumstehen und so tun, als wenn man arbeitet. Guck mal, hier können wir was machen. Was haben wir denn hier? Waffenmodstation, das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann schauen wir jetzt mal wegen Waffen, weil wir irgendwas Cooles haben. Das sieht jetzt aber nicht so aus. Halt nur noch schwerer. Aber jetzt nichts, was mich unbedingt umhaut. Nee. Ich denke mal, wir bleiben bei unserer Waffe hier. Wir benutzen ja die ja, glaube ich, soweit ich weiß. Ist bis jetzt auch die beste. Und da können wir ja sozusagen die Waffe zum Beispiel ablegen, weil das ist ja, wie ihr hier seht, das Aufladetempo der Kräfte verringert sich. Also das dauert alles ein bisschen länger, bis der Mist hier aufgeladen ist. So, Pistole sollten wir auf jeden Fall immer noch so ein bisschen behalten. Aber da haben wir jetzt auch eigentlich so noch keine bessere als die. Deswegen behalten wir die mal noch. Was war hier? Maschinenpistolen brauchen wir nicht. Alles klar. Jo. Gut, dann haben wir das auch. Was haben wir hier? Waffen-Upgrades. Ah, die können wir hier direkt kaufen. Das ist natürlich praktisch. Jetzt aber noch nichts mit bei, wo ich jetzt sage, das brauchen wir. Ich denke mal, so mit unserer Waffe bin ich ganz zufrieden eigentlich. Da wird sicherlich irgendwann was kommen. Aber man kann ja auch nicht wirklich sehen, was dann die so für Eigenschaften haben. Das finde ich ein bisschen doof. Das ist ja blöd. Ich meine, die sind bestimmt alle super gut und vielleicht sind auch die meisten besser als unsere, aber Mensch, Cortez, sag doch mal was dazu. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Sehr erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos, aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Also irgendwie spüre ich da ein gewisses Knistern zwischen ihm und Olle James. Mal gucken, was da los ist. Wie lange sind Sie schon bei der Allianz? Etwa 10 Jahre. In der ersten Flotte auf der SSV Hawking. Ich habe hauptsächlich F-61 Tridents geflogen. Ich liebe die Trident. Sie tanzt praktisch. Ich habe an meinem Vogel immer sehr viel rumgebastelt und dabei auch einen Ruf erworben. Sie fliegen und reparieren also Jäger? Ja, und ich habe auch ein Talent für Beschaffung. Allerdings hielt man es dann doch für sinnvoller, dass ich ein Flugdeck kommandiere. Vor 5 Monaten wurde ich auf die Normandy versetzt, um die Modifikationen des Frachtraums zu überwachen. Klingt doch gut. Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Er kam zur Nachrüstung ins Tech-Labor. Für die Mobilität bei einem so kleinen E-Zero-Kern wurde bei der Panzerung gespart. Das wollten die Techniker im Labor verbessern. Nach der Reaper-Invasion ist das Labor bestimmt nur noch ein Haufen Schrott. Na, das finden wir raus. Das Kodiak sieht etwas anders aus. Sehr gut beobachtet. Das ist das UT-47A Kodiak. Mit einem verbesserten E-Zero-Kern und prototypischer Tarntechnologie auf Basis der Normandy. Ich kann sie praktisch überall unentdeckt rein- und rausbringen. Sie fliegt wie ein Ziegel. Darum braucht man einen guten Piloten. Das ist gut. Naja, gut, da haben wir ja genug zur Auswahl.
Verwalten Sie die Waffenkammer? Ja, zusammen mit unserem erlauchten Mr. Vega. Auch wenn die einzige Waffe, die er regelmäßig wartet, er selbst ist. Darauf stehen Sie doch total, Esteban. Als erstes haben wir die Waffenkammer von Deck 2 nach unten verlegt. Keine Ahnung, was Cerberus sich dabei gedacht hat. Jetzt heißt es raus aus dem Fahrstuhl, Ausrüstung gepackt und rein ins Shuttle. Wie auf der ursprünglichen Normandy. Willkommen zurück in der Allianz, Commander. Danke. So, hier, Familie. Sie waren auf der Erde stationiert. Haben Sie dort Familie? Ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern sind lange tot. Als ich auf Ferris Fields stationiert war, hatte ich dort einen Ehemann. Die Kollektoren haben die Kolonie ausgelöscht. Mein Mann auch. Ich will darüber nicht reden. Okay. Tschüss. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. Alles klar, deswegen das Knistern. Er steht auf Männer. Naja, mal gucken. Vielleicht bahnt sich ja mit James da noch was an zwischen den beiden. Man weiß es nicht. Oh, jetzt finden wir hier mal dicke Klamotten, Mensch. Gab's das auch einen schönen? Ja, sieht schon besser aus, ist aber auch nicht so der Wahnsinn. Das hat irgendwie was. Das sieht cool aus. Das sieht auch cool aus. Ah, das gefällt mir jetzt am besten. Ne? Ja, schauen wir mal, ein bisschen Individualität kann ja nicht schaden. Ach, guck mal, die haben hier sogar noch ein paar Funktionen. Das ist natürlich nicht schlecht. Schildverstärker. Funktionskapazität, Schildregeneration. Kraftaufladung. Die sehen auch kacke aus, so ein bisschen mal. Kraftschaden, Waffenschaden. Oh, Waffenschaden ist nicht schlecht, ne? Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich bin ja fast für den Helm. Ich denke mal, den behalten wir. Waffenschaden, Schildregeneration. Ist ja alles hochinteressant. Oh man, der haut ordentlich Waffenschaden raus. Ich würde sagen, das nehmen wir. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber gut. Vielleicht finden wir noch dazu das passende Schulterstück. Beziehungsweise der Rest an Rüstung. Und dann passt das ganz gut. Da geht der Waffenschaden aber ordentlich hoch, Mensch. Hier noch ein bisschen. Ja. Naja, sieht ein bisschen komisch aus. Haneke da. Gibt's hier gar nicht bei den Handschuhen. Dann nehmen wir die hier. Beine nehmen wir dann wahrscheinlich auch Hane. Genau. Na. Hey, irgendwie gibt's das nicht. Na gut. Das Material. Steht aber nicht jetzt, was das für ein Material ist, ne? Auf jeden Fall ein bisschen dunkel hier, sind ja nun nicht gerade. Ein bisschen Farbe können wir auch reinbringen. Ist natürlich nicht schlecht, aber wir bleiben mal schwarz. 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 Aha. Lichter. Ja, komm, lass mal rot. Ist natürlich nicht schlecht. Jetzt können wir hier ein bisschen Optik schieben. Ich glaube, hier haben wir dann alles durch. Nachschubinterface. Waffen-Upgrades. Genau, das haben wir alles. Dann quatschen wir nochmal mit James. Obwohl wir mit dem auf der Citadel schon gequatscht haben. Aber ist egal. Doppelt hält besser. Was machst du da, Typ? Hey. Shepard. Wie lief's mit dem Rad? Wir sind jetzt Atzen. Wie immer. Unverbindlich, nicht hilfsbereit. Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für Sie tun, richtig? Wie immer. Ja, wir retten einen turianischen Primarchen von Pelavin. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Turianer. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Nur einfach so. Ich wollte nur plaudern. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Ist er bockig? Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen.
Und? Oh. Ob sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Ja. Ich werde es schon hinkriegen. Kommt hier denn jetzt ein dickes Battle oder was? Okay, Loco. Tanzen wir. Okay. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Nein, wir sind nicht böse. Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das war knapp, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? War geraten. Auch noch Seelenklempner? Nein. Aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alles zu... Vielleicht sind sie das. Oh. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Ja, mal fertig gemacht. Danke für die Motivation. Jederzeit. Macht 5 Euro. Hey, danke für den Tanz, Loco. Loco, hä? Können mir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Und das vergesse ich Solange nicht. Solange es nicht Schnucki oder Mäuschen ist. So. Haben wir noch mal ein bisschen Ruf dazu gekriegt. Hier unten ist jetzt nichts weiter. Ich glaube, wir sind denn hier auch durch. Hier sind noch welche. Stehen hier aber auch nur so rum. Mann. Und dann kriegt er dafür noch eine Bezahlung oder was? Das finde ich nicht in Ordnung. So, wir sind auf jeden Fall durch mit dem Schiff. Wurde ja auch Zeit. Jetzt können wir mal nochmal zur Kapitänskabine und und dann geht's aber los. Wie gesagt, nächste Folge geht's dann los. Was haben wir hier? Privates Terminal. Die E-Mails haben wir schon gelesen. Gruppenauswahl. Ja, so viel Auswahl haben wir noch nicht. Können wir jetzt Aussehen ändern? Sieht cooler aus. Und bei ihr? Naja. Ja, das sieht schon cooler aus. Annehmen. Taktik wollen wir jetzt hier nicht so machen. Was haben wir denn hier? Aquarium benutzen. Und jetzt? Toll. Hier ist nochmal ein Panzerungsspind. Da ist dann nochmal die ganze Sache, die wir da unten schon gemacht haben. Musikanlage benutzen. Na siehst du, fühlt man sich da gleich zu Hause. Oder wie zu Hause. So. Fahrstuhl, Kampfinformationszentrum und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis denn und ciao.